Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir kommen im Frühling und das am, was ist es, 5. Oktober, 24 Grad, die Sonne scheint. Es ist Kirmes, es roch nach frisch gemähtem Rasen, als wir los sind. Wir sind in Krefeld kommt durch diese Barrieren niemals ein LKW, der hier reinfahren könnte. Willkommen in Krefeld! Noch irgendwelche Fragen? Grüße an Tim, Grüße an alle anderen, denke ich mir nicht aus. Jetzt gibt es einen Videobeweis. Wir sind auf der Spröntag-Kirmes, Herbstausgabe. Und gehen mit euch mal in Rünschen und erzählen euch, was hier so steht, was hier so geht und überhaupt. Habe ich nicht zuletzt auch gesagt, dass jeder jetzt so ein Winkerarm-Ding braucht? Auch Tom, der Tiger, hat einen. Wacky Worm und mega cool gestaltet. Die Kasse wird auch immer größer, hatte ich schon immer oben die drei Affen drauf. Sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach richtig frisch aus. Gefällt mir. 3,50. Okay, Uschi ist heute die Preisbeauftragte. Nein. Und bringt euch die Preise der Kirmes mit. Und was natürlich in Krefeld auf der Spröntag-Kirmes nicht fehlen darf, ist der Autoscooter von Losen. Ich glaube, 2021 war neu, ne? Ich habe das letztes nachgeschlagen und eingeblendet. Ich habe es schon wieder vergessen, aber steht auf jeden Fall saftig da. Der Losen Autoscooter kostet 3 Euro. 3. Der ist am Losen. Eigentlich ein gewohntes Bild gegenüber vom Autoscooter, eine Drehgondel-Achterbahn. Aber nicht mehr der Spinning Coaster. Wie ist der Spinning Coaster einfach nur? Ja, ja. Ne? Aber Crazy Maus, also Standard-Drehmaus. Aber ist doch auch neu lackiert, oder? Sieht auf jeden Fall sehr frisch aus. 5 Euro für die Crazy Maus. So, wir sind direkt auf der Stirnseite quasi vom ersten Weg angekommen. Der Polyp, 4,5 Euro, ach, wäre gar nicht. Okay, darfst du gerne auch sagen, ich erteile dir die Vollmacht. 4,50 Euro die Fahrt. Und natürlich nur mit Pirates of the Caribbean, wenn wir irgendein Wasserthema haben. Nur echt? Nur echt mit... ja. Also wirklich 3 Euro. Unlustiger, unpassender, unangebrachter Witz, aber das ist also ein Panzerstopp, weil es der Tankstopp, weil es ist alles amerikanisch, englisch da drauf. Ja, das ist nicht so, wissen wir. Tankstopp. Doppel-P. Stopp. So, wir haben die Villa Wahnsinn. 4 Euro. Ein Farmhaus.
und stand jetzt auch bei uns in Reihe zuletzt. Big Spin und 5 Euro. Wir haben den Scheibenwischer Air Race hier stehen. Ist mir irgendwie so bewusst noch nie aufgefallen. Also, oder noch nie hier gesehen, aber ich bin auch doof. 4 Euro. Sieht aber auch teilweise recht ungepflegt aus. Die Kasse sah jetzt sehr uselig aus, finde ich. Von allem so, was da für Schilder drin sind. Und da ist auch überall der Lack ab. Kennt man nicht schon. Und ein ganz, ganz großes Riesenrad darf natürlich nicht fehlen. Gormanns und Söhne, hat das einen eigenen Namen? Ich weiß es nicht. Ostsee irgendwas. Ostseerad vielleicht. Ostseeblick, man weiß es nicht. Noch sehe ich es nicht ganz. Ostseestern. Ostseestern für 5 Euro. Wieso verirrt man sich mit seinem Mondial-Riesenrad von der Ostsee hier hin? Warum? Wenn das wirklich von der Ostsee ist. Weiß ich nicht, vielleicht heißt es auch nur so. Ja, weil ja. So mehrlich gestaltet ist. Warum deine Schlacht sehe? Weiß ich nicht, vielleicht ist das eine persönliche Vorliebe. Ja, Sonnenbrille ausgezogen, weil keine Sonne mehr da war, kommt die Sonne natürlich wieder raus, damit wir jetzt wieder so gucken können. Die Geisterwelle haben wir hier. 5 Euro. Und den Breakdance von Bruch, hübsch und schön wie immer. 4,50 Euro. Mein Gott. Irgendwie sieht der gerade voll klein aus, habe ich das Gefühl, wie der hier so steht. Nee. Ja, ich schon. Finde ich nicht. Kann man es einmal klären? Kirmes, Jahrmarkt, Volksfest, Rummel. Es ist alles das Gleiche und es heißt überall irgendwo an, irgendwie anders. Bei uns ist das übrigens, da steht gar nicht mehr drauf, die Kirmes. So, dann haben wir auch noch den Take-Off hier. Ich bin immer wieder fasziniert, so groß, so massiv, so wow einfach nur. Und? 5 Euro. Bist du sowas eigentlich schon mal gefahren? Nein, das möchte ich auch. Das ist echt krank, ey. Das ist einfach nur krank.
final haben wir als letztes Großfahrgeschäft noch den Musikexpress und natürlich viele kleine Karussells, Reihengeschäfte, F&B, sagt man das eigentlich auf Verkehrungs-F&B wahrscheinlich nicht, ne? Gastronomie und alle sehr leise von der Musik heute, sehr krass. Wir sind an der lautesten Station, ist auch der Musikexpress, aber finde ich irgendwie... Hab ich, ja, Schlagerexpress, da steht's doch. Ja. Er erzählt ja was anderes. Also wer was anderes verstanden hat, der ist ja komplett verlassbar gut und böse. Wir melden es aber gleich nochmal, weil wir drehen noch eine zweite Runde mit einem anderen Objektiv, um für euch noch ein paar schöne Bilder einzufangen. Und vielleicht haben wir bis dahin auch einen Preis. Ist immer peinlich doch. So Leute, wir sind durch, wir haben noch mal ein Ründchen gedreht, wir haben noch ein Bierchen getrunken, das war lecker und ja, ist das gleiche wie immer, ne? Also keine großen Unterschiede zu sonst. Wir sind unfassbar spannend auf jeden Fall, wenn einer wirklich so close hinter der Kamera stehen bleibt, wo ich gerade reingucke. Das so indiskret. Ja, das war jetzt gerade echt gut. Also ich würde gerne noch eine Kamera auf der anderen Seite haben, weil ich den Knopf drücken und ihn halt filmen, aber dann hättet ihr euch erschrocken, weil das so close war. Er hätte auch die Kamera halten können. So, die Dunkelheit zieht über Krefeld. Nein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also es heißt auf jeden Fall für uns jetzt Abflug. Ihr könnt direkt neben dem Spröntalplatz, wo die Kirmes ist, parken für 4 Euro. Ach ja, die Preisbeauftragte. 4 Euro. Und finde ich ganz gutes, gutes Angebot. Für uns ist es halt peasy, weil wir kommen genau von da, von der Bahn. Können direkt hier halten, stellen das Auto nicht in der Hood ab und können auch direkt wieder auf die Bahn zurück. Und ansonsten finde ich es immer cool, du hast einen anständigen Rundgang, wirklich anständig geregelt und ansonsten. Stimmt. Ja. Fertig. So, fertig. Wir sind raus.